Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr im Start seid. Ich hoffe, es geht euch gar wunderprächtig. Heute gibt's Schako. Ja, wir spielen eine Runde Schako, Nussknacko im Jungle. Ja, nicht Nussknacko, aber ich glaube, das ist königlicher Schako oder sowas. Ein bisschen im Jungle und ich bin gespannt, wie es so werden wird. Ich habe ja schon ein bisschen länger kein Schako mehr gespielt, aber Schako macht immer Bock. Ja, müssen wir bei, wann müssen wir stellen? Bei 50, glaube ich, bei 51 so. Zack, wir fangen bei Vögel an. Gehen dann into Red Buff, into Golems und dann gucken wir mal, was so geht, ja. Ist ein guter Plan, denke ich. Machen die mein Buff gerade oder was machen die? Ich werde hier rüber gepinkt. Machen die? Are they at my buff? Oder was wird hier gepinkt? Was ist los? Was ist Masse? Okay, ja, gut. Planänderung, Leute. Okay, dann müssen wir hier anfangen. Gut, das ist natürlich kacke. Weil, ja, ich jetzt eine Box weniger habe und ich gerne jetzt Vögel gemacht hätte. Wenn es so wie jetzt läuft, habe ich nur einen Buff. Ja, mit einem Camp. Das ist ein bisschen. Oh, aber das ist gar nicht so schlecht. Okay, er flasht. Den können wir aber. Ich hätte vielleicht noch eine Box hinten stellen sollen, aber ist gar nicht so schlecht. Ich meine, ne, oh lol, die haben meinen Buff gar nicht gemacht. Guck mal. Das heißt, ich kriege jetzt. Ja, das ist jetzt ein bisschen knifflig. Ja, am besten wäre es, wenn ich ihn nicht smite. Der darf natürlich jetzt nicht geklaut werden. Jetzt ist es natürlich ein bisschen knifflig, weil folgendes Szenario. Es könnte jetzt sein, dass sie meinen Blue Buff haben wollen. Das heißt, ich muss da sofort pingen. Wie lange hält das Ward? Sehr lange. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Okay, wie machen wir? Ich würde sagen, wir scheißen auf Vögel und machen direkt Red Buff. Kostet mich jetzt ein bisschen HP hier, Leute. Ich weiß nicht, ob die das ohne mich schaffen. Ich meine, ja, vielleicht. Aber es geht halt niemand dahin. Vielleicht werden sie da alle hinmoven. Ich meine, es ist natürlich auch ein einfacher Kill. Vielleicht hätte ich auch direkt hinmoven sollen, aber selbst wenn ich den jetzt verliere, ja. Ja, Leute, ist zu spät. Ja, wobei. Selbst wenn ich ihn jetzt verliere, habe ich trotzdem zwei Buffs bekommen. Ja. Bin trotzdem ein bisschen. Ja, wir können mal hingehen. Ich halte mal die Mitte. Okay, wir haben einen Flash von ihm bekommen. Ja. Also, es ist nicht giga optimal. Vor allem, weil ich, wie gesagt, jetzt das Tempo von meinen Boxen weggegeben habe am Anfang. Aber es ist okay. Es ist jetzt auch nicht so schlimm, ne? Es ist okay. Und er hat den Gronkh nicht mehr bekommen. Den guten alten Gronkh. So. Gut, wir sind jetzt Level 3. Vielleicht können wir direkt Midlane ganken. Midlane hat Teleport. Ist also very gankable. Reicht das? Kommt, das reicht. Boxy, Boxy, Box. Box, Box. No! No! Reicht das denn für Level 3? Nö, auch nicht. Och, Manometer. Okay, 15 Sekunden. Soll ich hier schon mal eine Box platzieren? Ja, Mist. Du hätte ich Gromp gemacht, hätte es gereicht. Aber Double Buff reicht nicht. Wo ist der? Ah, okay. Damals haben die Leute immer nur Buffs gemacht und dann gegankt. Irgendwie Buffs, Vögel, Gank. Und das wollten sie verhindern. Deswegen haben sie es mal irgendwann geändert. Gut, okay. Gut, okay. So, wie sieht's oben aus? Oben sieht's, naja, aus. Oben sieht's, ich habe auch zwei Smites ready. Ist ein bisschen awkward. Okay, ich komme, mehr Midlane ist. Ich komme Toplane. Toplane sieht very delicious aus. Vielleicht können wir da den. Ein Gank machen oder ein Dive oder sowas. Guten Abend! Whap! Hehe! Auto-Tag! Woo! Ohne Box platziert. Schön, 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 schön. Also, wir haben zwei Golds. Entweder Attack Speed Schuhe, 1100 Gold oder 1075er für Dingteile, für Tiamat. Da bin ich mir immer nie so sicher, was ich kaufen soll. Attack Speed Schuhe ist geil für Ganken. Tiamat ist natürlich offensichtlich geil zum Clearen, aber auch zum Ganken ganz okay, weil man dadurch mehr AD-Damage hat und dadurch die Spells, die Q, die E und die Passive, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden machen. Oder auf jeden Fall, ne, haben wir halt, wir haben unsere Auto-Tags und so weiter. Klar, mit den Text-Speed schon haben wir mehr Auto-Tags, aber der Text-Speed haben wir eh genug mit Hail of Blades spielen wir. Hail of Blades ist insane, Leute. Wenn ihr Schako spielt, spielt ihr Hail of Blades. So, wir machen, ah, guck mal, 1175. Ja, dann ist ja, ja nicht 1075, sondern 175. Dann machen wir Text-Speed schon. So. Wir gehen jetzt einfach direkt Botlane. Bin unterwegs, coming for Christmas. Leute, ich glaube, ich werde jetzt im Lockdown, haben wir ja wieder, mehr joggen gehen müssen. Weil, ja, jetzt kann ich ja wieder nicht ins Fitnessstudio und ich glaube, ich werde sonst fett. So richtig fett. Naja, das nicht. Also, oh, der wird jetzt fett. Shit, aber, ja, Mist. Okay, ich bin, ja, ich weiß nicht, ob da wirklich was geht, wenn ich honest bin. Mitteln ist tot, ist auch nicht so geil. Vielleicht ist der killable, aber, ja, ne, deswegen zwei, dreimal, ja, vielleicht nicht dreimal, sagen wir zweimal die Woche joggen. Leute, vielleicht kriege ich den. Guten Tag. Guten Abend! Du hast kein Mana mehr!
So, schön. Das gefällt mir. I like that fat ass. Oh. So, dann machen wir Vögel. Oder wir ganken einfach. Wir sind der Gegner, Gankmaster. Naja, nee, doch, machen wir Vögel. Oh, die Box ist, glaube ich, katastrophal. Die greift nämlich überhaupt nichts an. Kommt alle zum Vogeltreff. Ja. Naja. Hier ist natürlich Tiamat sehr geil. Aber wir sind jetzt halt schnell mit unseren Schuhen. Das heißt, wir können jetzt auch schnell über die Map hauvern. So, jetzt zeigen wir uns nochmal. Wir haben 570 AP. Mal gucken, wie viel wir bekommen. 600, 620. Stirb, sehr gut. 76, 100 AP. Das ist schon nicht schlecht. So, ich könnte ganken. Wie ist denn der gegen Six gestorben? Wenn der da... Achso, ja, wenn ich jetzt Toplane gehe, ist der Infernal Dragon potenziell weg. Das ist nicht ganz so geil. Zugegeben, ich hätte noch einen Smite ready. Das würde ich gerne benutzen. Toplane hat ein Problem. Bin unterwegs, potenziell. Aber nur potenziell. Naja, sie ist Level 6. Oh, jetzt habe ich natürlich den Grump, die Box hier weg. Ja, also vielleicht, wenn er... Ich weiß nicht, ob sie Vision hat. Dann könnte man hier eine Bait-Compilation machen. Meint ihr, ich schaffe sie direkt zu töten? Wir probieren es, Leute. Okay, never mind. Er hat mich gesehen, I think. Dann machen wir Golems. Mist. Das ist ganz schön Mist. Okay, machen wir Golems. Er hat AD und Jungle-Item. Smite. Ja, Jungle-Tempo ist halt ein bisschen low, ne? Deswegen, wie gesagt, der Tiamat wichtig. Aber ich denke, wir gehen jetzt shoppen, kaufen zwei Schwerter. Oder gehen wir direkt Toplane nochmal? Ich weiß ja nicht. Hier habe ich auch immer überlegt, ob ich die Box mal aufbewahre für... Ah, wobei, das geht auch, ne? So. Mit der X-Speed-Schule sind wir schnell. So, sollen wir noch im Dreadbuff mitnehmen? Wie lange braucht der denn? 4 Sekunden. Okay, lass uns den Dreadbuff nehmen. Und dann jungeln wir nämlich in die untere Route rein und ganken unten. Vielleicht ganken wir noch mit. Mann, ich darf nicht so viele Camps hier klären. Schneller jetzt. Schneller. Ja, bevor ich jetzt shoppen gehe, kann ich auch direkt Tiamat kaufen, oder wie ist der Plan? Wie viel gibt der? Dann machen wir jetzt noch einen Gank in die Mitte. Hab zwar nicht so viel Leben, aber es könnte, wenn Graves nicht kommt, könnte es reichen. Guten Abend, ich bin hier. Komm, Box. Ah, er hat aber guten Damage bekommen. Au. Er könnte Ultimate machen, aber er kann mich nicht töten. Haha, it's a prank. Ja, vielleicht, ja, also. Ich hab wie viel, oh, okay. Ja, vielleicht kommt er mir hinterher. Box, mach doch mal was, Box. Seit wann ist das hier AFK-Boxing? Leute, ist das hier AFK-Arena oder was? Ja, ich kann da nicht so wirklich... Ja, doch, eigentlich. Naja. Guten Tag. Ja, bitte stirb! Brenn doch! 194, das reicht nicht. Sakra. Oh, 28 AP. Und Trünemer... Mann, das war Trünemer, der reingegangen ist, war aber auch maximal dumm. Ich wollte es gar nicht. Ich wollte ihm nur irgendwie helfen noch, aber es war auch maximal dumm. Vor allem, wenn man hier langläuft, ich glaube, der wurde... Hier wird man gesehen, wenn man da langläuft. Ah, ich weiß nicht. Okay, wir haben jetzt Tiamat. Infernal Dragon ist ready. Der will meinen Blue Buff. Wahrscheinlich macht er gerade Taunty erst. Bin unterwegs. Infernal Dragon dürfen die nicht haben. Da sag ich no. Say no to Infernal... Schade, aber das ist, vor allem kann ich den Blue jetzt haben. Vielleicht. Hat er mir ein bisschen geholfen. Akzeptiere ich. So, wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Was brauche ich denn nochmal als nächstes? Was? Draktarblade, stimmt. Draktarblade. So, jetzt ganken wir Botlane. Bisschen offensichtlich, weil ich gerade hier war, aber das geht immer. Geht immer. So, und go. Guten Tag. Ja, oh, sie wird nicht gefeiert. Schön, nicht sterben. Okay, gut. Der Infernal Dragon immer mal so ein bisschen gucken. Nicht, dass die den machen. Oh, der braucht noch Hilfe da unten. Weiß nicht, ob ich die schaffe. Ich glaube schon, oder? Wenn meine Box... Was? Ich könnte ulten. Wenn meine Box mal was machen würde. Sacramento no moi. Guten Tag. Oh, Deodo! Oh, die war sogar super fett. 3-0. Die hat richtig Cash gegeben. Ich hoffe nur, dass sie jetzt keinen Dragon machen. Aber wir sind jetzt Biggie in Big Town. So. Biggie in Big Town. Na, no, oh, das ist der Falsche. Kann er haben. You can have. Hier sagt der Ezreal, why no fight? Das ist immer so ein Problem, Leute. Dass dann euch jemand sagt, ja, hey, den hätten wir locker töten können. Aber... Wäre ich da gewesen und mit Ezreal die Kate gechased, dann hätte Kate nicht den Ezreal angegriffen und wäre weggelaufen. Das heißt, das Szenario
dass die Kate den Ezreal angreift, existiert nur dann, wenn ich dem Ezreal nicht helfe. Wenn ich ihm also helfe, läuft sie weg. Ne, das ist immer ganz oft so, hey, warum hast du mir nicht geholfen, dies, das? Also habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Ne, wenn euer Mate so euch nicht hilft oder so, oder ihr, euer Mate euch sagt, ja, scheiße, Drache ist weg, ne? Why no help? Was ist da los? Was ist da los? So, wir gehen jetzt Toplane ganken, weil Fiora ist schon ein Problem, Leute. Oder Midlane. Da gehen wir eben einmal Midlane und dann Toplane. Einmal Middle into Top. Guten Tag. Guten Tag, komm, Box, mach doch einmal! Komm schon, stipp. Der stirbt aber wohl, oder? Der stirbt echt nicht. Wow, doch, ist gestorben, schön. Schön. Das find. Ich stipp schön. So, der hat kein Mana mehr. Wenig Mana. Also, es reicht auf jeden Fall für ihn, aber kommt der hier, ist die Frage? Könnte sein. Wahrscheinlich, ja. Er ist hier. He's here. He's there. Leute, I need a medic. Ich könnte ihn smiten, aber ich habe mehr. Will dabei nicht sterben, ist das Problem. Okay. Ein paar Melonen essen. Snackety Snack. Snackety Snack. Komm hier, bleib hier. Meins. Oh boy. Lauf, Schako, lauf. Die Frage ist, komme ich weg oder sterbe ich nicht? Ich kann einfach weglaufen. Ich dachte, die kommen hier rüber. Gut. Schön. Gut. So, weiter im Text. Also, Draktablade ist auf jeden Fall wichtig. Ah, das ist halt eine Philola, ne? Vielleicht, ich sag mal so, wenn er es schafft, dann schafft das. Wenn er nicht schafft, dann schafft es nicht. Gut, er hat es nicht. Also, er hat es so halb geschafft. Sagen wir es mal so: halb und halb. Ich könnte da noch ein Help-Execution machen. Ja, ist nicht so schlecht. Whoop. Gut. Okay, dann pushen wir einmal hier durch den Laden. Nächster Drache ist Wind. Den würde ich. Naja, ich würde jetzt alle Drachen gerne haben, ne? Sagen wir es mal, wie das ist. Sagen wir, wie es ist. Gut. Draktablade. The next. Ich würde sagen, wir farmen das direkt zusammen. Wie viel kostet das? Ich würde sagen, kostet das nicht 1,450? 1,80. Ja, ich glaube, dann kann ich vorher lieber einmal shoppen. Oder sollen wir einen Turbo Jungle Clear machen? Einmal Turbo durchqueren? Vielleicht auch eine gute Idee, oder? Wann kommt denn Drache? 3 Minuten. Also Zeit hätte ich noch genug. Wäre natürlich krass, wenn ich das bis dahin hätte, ne? Ich glaube, wir clearen einmal. Normalerweise will man nicht zu viel farmen mit Jungle Shaco, aber mit Tiamat und wir sind jetzt relativ big, könnte das ja ganz flott gehen, oder? Hallo? Nicht sterben, dankeschön. Okay, 1,5. Die Kanone wäre insane. Nicht, dass hier gleich eine Bombe kommt. Oh, Mann. Dieser Silas. Also wir haben halt gewisse Probleme auf gewissen Lanes, sage ich mal. Könnte sein, dass jetzt jemand kommt, weil er mich gesehen hat, wie ich low live hier hingelaufen bin. Botlane ist auch schon wieder am Troubleshooten. Ich würde den noch im Fix machen, wenn das okay ist. Falls that is okay. Leute, ihr müsst, das Problem ist, wir haben kein... Also als man braucht immer eine Lane, die noch gut im Game ist. Da kann ich nicht helfen, ich muss shoppen. Also ich kann da wirklich nicht helfen. So, also ich brauche immer eine Person, die noch ein bisschen Power hat. Und aktuell ist das am ehesten Tryndamere, aber so richtig, Alter, oder? Also, und Fiora wird das größte Problem hier in dem Game werden. Kate ist okay, Six ist okay und Graves ist, ja, könnte schwer werden, aber ist, ne? So, okay, wir sind jetzt sehr stark. Wir haben gut gefarmt. Wir holen uns den Blue Buff und dann geht's Abfahrt hier. Da machen wir eine schöne Abfahrt, Durchfahrt. Ich mache immer die E sehr früh, weil ich denke, dass ich sie dann zweimal machen kann. Aber meistens, ich bin so stark, dass das nicht mehr reicht. Oder? Naja, hier. So, okay, ich komme. Das ist ja perfekt. Die Overextenden ja Maximalus Intus. Guten Tag. Oh, lol, der opfert sich? Ja, akzeptiere ich. 300 Gold sind 300 Gold. Die nehme ich an. Das Geld lasse ich drunter mehr. Außer wenn mein Kronos killt. So. Na, wir müssen nämlich... Jetzt gucken, dass wir drinnen mehr fetti Spaghetti bekommen. So, wir gehen jetzt in die Mitte. Ich werde hier leider gespottet, aber... Naja, wahrscheinlich klappt es trotzdem, oder? Tatsache. Tatswahrhaftig. Komm, hier. Ah, okay, er ist schon wieder fast tot. Ja, okay, dann... Dann nicht. Dann nehmen wir hier noch irgendwo was mit. Vielleicht sind seine Buffs da. Toplane braucht Hilfe. Oh, Toplane, drinnen mehr ist nicht top. Vielleicht ist ja... Ja. Oh, geil. Er sieht es gar nicht. Er checkt es nicht. Oder er guckt gerade unten. Er hat hier unten geguckt.
Ja, moin, guten Tag. Einmal bitte alles zum Mitnehmen. Dankeschön. Wir machen hier schon mal eine Box für den Drake gleich. So eine Unterstützungsbox, so nenne ich sie. Leute, hier. Rankommen, auf den Meter. Rankommen, auf den Meter. Wie lange hält der Kack hier noch? Zu lange. Go, go, go. Oh, vielleicht war es nicht der beste Plan. Nee, war es nicht. Aber ich kann auch nicht helfen gerade. Vielleicht kann ich den aber schnell machen. Ich habe keinen Smite mehr. Ich kann ihn. Ja, okay, schön. Ist okay, ist gut, ist schön, ist okay, ist gut. Schön, 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 schön. Das fand ich schön. Nee, das war gut, das war schön, das war nett, das war toll. Gut, welches Item baue ich als nächstes? Ich habe es vergessen leider. Was habe ich sonst? Ich glaube, ich habe mal irgendwie, aber das war erst das letzte Item. Ich hatte mal so ein Bild von so einem Korean. Was habe ich denn sonst immer gebaut? Ich weiß, dass ich dieses Sanguine Blade gebaut habe, aber jetzt schon oder erst als nächstes Item? Das ist die Frage. Ah, Essence Reaver! Ein schöner Essence Reaver! Die Frage ist, ich würde gerne noch ein bisschen Geld, damit ich mir zwei Items kaufen kann und nicht nur eins. Deswegen würde ich hier einen Gank machen in der Mitte oder Top oder Harald gönnen. Harald. Ja, Leute, komm, lasst wir Objectives gehen, Leute. Wir holen uns Harald. Ne? Schön die Objectives-Keule ein bisschen ausschlachten. Essence Reaver into Sanguine. Das ist der Plan. Oh, da kommt, wie viel macht mein 2680? Stoppen Sie das. Stoppen Sie das. Was? Hä, wie? Der war von 900 runter auf einmal. War das wegen seiner Ult? Was? Oh, okay. Leute, das ist ein Ohm. Das sagt mir, Tobi macht keine Objectives. Kackendreck. Oh, das war teuer. Vor allem, wenn ihr euch das Geld gegen 6, ja. Und Harold verloren. Oh. Oh, das war teuer. Ja, Shadowrino. Sag ich mir das Ding wirklich? Ja, ich meine, ich habe nur Platz für ein Schwert. Deswegen lieber das. Oh Mann, unser Silas ist halt nicht gut, Leute. Und Ezreal auch nicht. Wir haben halt nur mich und ein bisschen Trüner mehr. Trüner ist jetzt nicht so insane. Also er ist jetzt auch nicht bad und er kann spielerisch was. Aber ich sag mal so, das hält sich alles in Grenzen so ein bisschen hier, ne? So richtig geil ist das nicht. Kate ist killbar. Ich glaube, ich gehe Toplane im helfen. Die Overextend, die denkt nämlich, dass alle in der Mitte sind. Aber ich bin gar nicht in der Mitte. Go. Brauche jetzt nur ein Help Somebody. Oh shit. Nevermind. Ich habe halt auch keine Ult. Noch keine Ult. Deswegen drinnen wir Don't Die. Don't Die. Er hat Ult schon an. Oh, Leute. Nicht. Oh, ich wurde. Wurde ich ge. Oh Gott, Leute. Lalala, Leute. Ich habe halt auch keinen Livestream. Leute. Scheißendreck. Ich könnte Kate töten. Will ich das? Hm, vielleicht. Ja, komm. Was soll's? Was soll der Geiz? Ja, Leute. Was tun ist die Frage. Was tun? Ja, das Problem ist, das Silas ist auch einfach nicht so gut ins Game scaled. Ne? Also ich finde, naja, wurde schon ordentlich auf HP getrimmt, so, durch die Buffs, aber ich finde so im Late Game, ich meine, was heißt Late Game? Wir haben 18. Minute. Das ist, was ich übrigens gesagt hatte über, welche Rune war das? Stopwatch, ne? Wir haben jetzt letztes Game. Wir haben jetzt 19. Minute und das Game war schon bei der 15. Minute fast entschieden. Ne? Es ist noch nicht over. Vielleicht, ich. Also, das Game ist nur winnable, indem ich Leute solo catche und töte. So lange, bis mein Team sich hochfarmen kann. Das muss der Plan sein. Guck mal, die overextenden, das ist natürlich auch möglich. Wenn die Gegner overextenden alleine. Das ist natürlich sehr möglich. Ich mach erstmal 6, weil der ist free. So. Schön. Schön, wir sind Dick Mac Biggingstein. Das ist okay. Wer, pinkt er mich jetzt, weil ich das Geld genommen habe oder was ist? Wir fragen mal nach. Weil, ganz ehrlich, er ist halt useless. Was soll ich machen? Stop, take all kill. Dude. You are. Naja, wir sagen ihm nicht, dass er useless ist. Wir machen das so. Who make, who take. Leute, großes Sprichwort. Aus der Akademie der Kriege.
So, hier ist Farm, keine Buffs. Immer Farm nehmen über Jungle Camps, Leute. Ist immer besser. Drache ist Wasserdrache. Ein Wasserdrache. In einer Minute. Okay, ich muss jetzt Leute alleine catchen. So eine Caitlyn wäre cool. Wir haben 30% eher. Das ist okay. Das ist ziemlich schlecht hier gerade. Ah! Ja. Ja, das ist ziemlich schlecht. Das ist ziemlich schlecht. Shit. Also, Kills. Klar, ich muss Kills abgeben, weil alleine kann ich nicht carryen, aber... Wenn, dann an Tründer mehr. Oder vielleicht Ezreal. Weil der Silas... Ja, ich weiß nicht. Jedes Mal, wenn ich ihn sterben sehen habe, ist er so gestorben wie ich gerade. Aber bei mir ist das jetzt das erste Mal, glaube ich, gewesen, dass ich so sterbe. Silas, der wird ständig irgendwie gegrabt, von irgendwelchen Bomben gekillt und so. Also ihm 750 Gold zu geben. Oh, schön. Komm, kill ihn auch noch. Schade. Ich muss um Tründer mehr rumspielen, eventuell. Drache ist jetzt wahrscheinlich weg. Ja. Ich muss ein bisschen um Tründer mehr rumspielen, weil Tründer mehr ist stark. Und wäre ich da gewesen... Dann hätten wir da den Six auch. Vielleicht kann ich den Six auch noch killen. So, ich muss Leute suchen und töten. Suchen und töten, suchen und töten. Hier ist einer zum Suchen und zum Töten. Bin unterwegs, komme, brauch noch ein bisschen. Ja, ne, ja, vielleicht stirbt er aber noch. Nö, tut er nicht. Mist, okay, sind jetzt alle unten. Doch, er ist noch gestorben, das ist okay. Ezreal, lassen wir die Mitte, der soll sie farmen. Red Buff wäre cool. Irgendwelche Camps wären cool. Botlane Deffen wäre cool. Irgendwer, der mir hilft, wäre cool. Vielleicht läuft jemand durch die Trap, das wäre cool. Teleport Top Lane von Six. Den oder Fiora? Fiora, okay. Leute, meint ihr, vielleicht kann ich sie alleine töten? Komm, let's try. Sehr schön. Das war sehr schön. Und aha! Aha! In meine Trap hinein. Aha! Schön, 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 schön. Gut. Zack, genau das müssen wir durchziehen jetzt. Jetzt gönnen wir uns Sanguine Blade. Geht eigentlich Sanguine Blade aus, wenn ich ulte? Nee, ne? Dann sonst würde man das ja nicht bauen. Oh, komm schon. Ja, schön. Guck mal, Leute. Wir machen hier und jetzt brauchen wir noch ein bisschen XP hier holen. Bisschen XP, bisschen Geld, bisschen XP, bisschen Geld. Bisschen Geld, bisschen XP. Okay, das hier ist alles mehr da. Baron. Wir können vielleicht direkt jemanden abfangen, der zum Blue Buff oder so gehen will. So ein 6 oder so. Ein 6. 10% CDR wären auch noch cool, wenn ich die irgendwo herkriegen würde. Okay, 6 ist bei uns. Der ist bei uns. Wieso ist der bei uns? Ah, der will den Tower haben, aber das müssen wir dabei bestrafen. Lol, der hat seine Bombe, glaube ich, daneben geworfen. Den töten wir jetzt. Frage ist, wo läuft der lang? Okay, nee, da ist er. Ah! Oh, 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 oh. Oh, der ultet. Ah. Lol, da kam nicht mehr eine Explosion. Ich habe einfach die Kugel aufgefressen. Und die ist in mir explodiert. Shit, okay, ja. Da habe ich nicht aufgepasst. Ja, ich war halt auf einem ganz anderen Ende. Ich bin durch 12 Wards wahrscheinlich durchgelaufen. So, okay. Sanguine Blade als nächstes. Ja. Der Grace, ja, ah, ja, 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 hm, ja. Ja, die pingt sich. Ja, der Silas ist so ein kleiner Tilt, das merkt man schon, ne? Das reicht nicht. Also, er macht halt leider gar keinen Schaden. Aber das ist noch... Oh, er hat geflasht. Das ist aber noch okay. Ich darf halt nicht sterben. Ich darf nicht für einen Kill sterben. Ich darf so... Okay, ich habe ja noch Kate und Blitz und so gekillt. 2, 3 Kills muss ich machen. Und wir können mal gucken. Meint ihr, ich schaffe Graves? Doch, ich glaube schon. Wir müssen jetzt Leute catchen. Kommt, Leute. Sei klug, sei klug, sei klug. Ich muss Leute outmoven, outcatchen, outkillen. Klar gewinnen wir dadurch das Game aktuell nicht, aber wir kaufen Zeit. Ich meine, mein Team ist zu schwach. Wir können nicht teamfighten. Mein Team ist not strong enough right there, right now. Nämlich gesehen. Oh, das reicht nicht. Aber wir kriegen Blitz, Mac. Aha. Tötet sie bitte wenigstens. Oh Gott, das darf nicht passieren. Sei doch klug. Ah, shit, ja, das ist... Ich meine, Kate ist halt auch super fett, ne? Boba fett. Und Blitzcrank ist nonstop bei ihr. Das ist natürlich auch klug. Ja, ich hätte, ja, hätte Kate. Ich bin in einer Trap gewesen und hab alles Mögliche. Dies und das, ja, shit. Mist. Mistige Made. Okay, ja. Das ist, was ich meine mit Silas, Leute. Ich meine, ich bin gerade auch nicht besser gestorben, sind wir ehrlich. Aber Silas stirbt halt immer so komplett sinnlos. So komplett sinnlos. Okay. Okay, okay, okay. Drinnen mehr. 7, 8. Komm schon. Ich meine, Wie lange braucht Ezreal, um fett zu werden? So ein bisschen, ne? Abischel. Wir machen mal hier ein Ward. Oh, ja, okay. Ein Ward in der Box. Aber ich glaube, da können wir nichts machen hier. Ich kann so ein Ding werfen. Hier, bam. Das war's. This it was. Ich kann die Kanone schmeiten, aber ich komme da nicht so richtig ran gerade, du. Nicht so richtig, du. Das war knapp. Das war knapp. Ich bin wach. Ich bin wach. Okay, schön, schön. Silas, ja, schön. Wäre gut, wenn wir den nicht noch verlieren.
Nevermind, aber wäre gut, wenn wir davon noch einen kriegen. Da kommt noch ein Teleport von Tründe mehr. Der ist jetzt super schnell. Die laufen jetzt hier nach links. Sehr gut. Slow, slow. Schön. Ich bin wach. Ich bin wach. Drache können wir in eine Minute. Shit, das dauert zu lange. Warum sind die eigentlich so schnell? Haben die irgendwie die Schnelligkeit gefressen oder was? Okay, das Positioning ist nicht schlecht. Ich habe allerdings gerade keine Q ready. Das Positioning hier ist A+, würde ich sagen, Leute. A+. Weil wir können... Entweder hier kommt einer rein, ich töte ihn, oder wir können hier oben drüber jumpen und töten. Allerdings brauche ich da oben einen Ward. Beziehungsweise eine Box. Shit. Ich will aber auch nicht wieder... Ich darf nicht wieder solo sterben, Leute. Darf ich nicht. Komm, schnell machen. Schnell, schnell, schnell. Ich habe keinen Smite, though. Aber wenn wir den schnell machen... Ja, ist okay. Ist okay, Ocean Drake. Schön. Wir haben auf jeden Fall, selbst wenn wir jetzt alle Drachen verlieren, wir haben schon mal zwei. Ezreal Death die Base, irgendwie. Der hat aber keinen Schaden, traurigerweise. Hat kein Damage. Nope. Go away. Okay, sie ist gegen die Wand gedasht, sehr gut. Wie viel kostet ein Sanguine Blade, der Quatsch hier? 1,9. Ja. Müsst ihr jetzt mal, wie sieht's aus, Leute? Habt ihr Power jetzt? Ezreal, bist du fett? Nee, aber so ganz weit, wenn er Rune King hat, müsste was gehen. Wir dürfen jetzt aber das hier nicht verlieren. We cannot fall losing that. Ich gehe da rein, ich muss da rein. Wir müssen da rein, Leute. Okay, das hat nichts. Ich bring sie noch zum Igniten. Okay, das ist gar nicht so schlecht. Halleluja, 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 Halleluja. Solange wir den nehmen. Kommt schon, macht, zeigt, was ihr könnt. Ah, Morgana will die, everyone will die, you all die, shit. Kann ich das verkaufen? Gibt das 1,9? Ja, schön. Sanguine Blade ist da. Auf geht's, ab geht's, 3 Tage wach. Da, 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 3 Tage wach. Auf geht's, ab geht's, 3 Tage wach. Keiner stirbt, finde ich nicht so geil, 3 Tage wach. Shit. Shit, 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 shit. Komm schon, lass mich dran, lass mich doch dran. Ja, Leute, er hat meine Box gegrabt, aber ich sterbe. Ja, ich weiß nicht, es reicht nicht. Keine Power da. There's no power in here. Ja, Leute, kann man nichts machen. Also, sorry. Ich hab mich echt bemüht. Ich habe mich wirklich bemüht. Ich habe gekämpft. Mit ganzen Geister, aber es hat leider nicht gereicht. Dennoch hoffe ich, es hat euch gefallen, ihr kleinen Zuckersterne. Ich wünsche euch was. Und wir gehen jetzt joggen. Bis dann, Antenne. Wiedersehen. Wiedersehen, reingauen.